Können wir nicht auch hier ein bisschen das Gras abernten? Ich weiß nicht, wie ist das gemacht mit... Ja. Setzling habe ich mitgenommen. Wie ist das gemacht mit dem Gras, diese Setzlinge, die man dadurch bekommt? Das ist ja Weizen. Ach so. Dafür brauchst du eine, wie nennt sich das, Hake? Ja, Hoe. Genau, die machst du aus, quasi wie die Spitzhacke, nur mit zwei, also auf einer Seite keins lassen. Und oh, dann musst du dann die Erde umgraben, das sieht dann so aus. Okay. Genau, ja, das weiß ich, aber ich meine, wie ist das mit dem Wasser, was daneben sein muss? Vier Blöcke immer in der Nähe. Also du kannst, ich kann jetzt zum Beispiel so vier Blöcke weit, kann ich das machen, neben dem Wasser. Okay. Also dann, es muss vier Blöcke ans Wasser grenzen, oder? Genau, wie? Genau. Okay. Du kannst auch fünf machen, aber die können halt austrocknen und dann verfallen die Sachen. Okay. Also droppen dann einfach raus. Bei vier hast du halt immer gewässert und dann ist immer alles safe. Aber ich würde jetzt die Felder nicht hier hin machen. Nee, das ist... Das machen wir später da hinten, obwohl wir trotzdem was zu essen bräuchten. Ja. Wir haben hier ein paar mehr Schweine, wir können jetzt wieder... Ein Steak war noch in der Hütte, aber nur eins. Oh, das Skelett. Ich werde ein bisschen jagen. Ich habe hier gerade ein paar von diesen Setzlingen gesammelt. So, jetzt werde ich ein paar Schweinchen schlachten. Zwei, drei... Jetzt haben wir immer noch zwei Schweinchen hier. Da hinten sind noch mehr Schweinchen. Ist ja egal. Wir sind noch 8, 9, 10 Stück. Oh, ich bekomme langsam Schaden. Haben wir noch. Wo, haben wir schon einen Ofen? Ja, in der Bruchhütte, wie du sie so schon nennst. Okay, dann gehe ich da mal schnell hin. Matze baut sich schon da unten. Mal ein paar Sachen. Das ist auch schon mal gut. Guck ich mal schon ein bisschen um. Ich hau jetzt einfach mal. Ich bin der Koch hier. Ich werde uns jetzt ein bisschen kochen. Ein Schmuckerkoch. Hey, du hast du hast eigentlich eine ziemlich coole Idee hier gemacht, die wir vorerst benutzen können. Ich weiß nicht, wer von euch das hier ausgehoben hat. Ich glaube, das war der Kevin. Du meinst die Schlafgelegenheit? Ja, ich glaube, du hast hier eine neue versucht zu machen, oder? Nee, das Seitending habe ich ausgehoben. Also, hattest du da schon was vorzumachen? Nö. Okay, war einfach Steine fahren. Also, ja. Dann nehme ich das und dann können wir nämlich hier vorerst mal unsere Plantage reinmachen, weil dann ist sie schon geschützt. Hat zwar keine Sonne, aber die bekommt eine Fackel. Wird schon ausreichen für die... Ja, du musst halt schon einen gewissen Lichtwert erreichen, aber das sollte da relativ easy sein auf der kleinen Fläche. Ja, wir werden einfach jetzt gleich noch so eine coole Fackel machen. Gehen noch eine Etage tiefer, damit wir das mit Erde verlegen können. Ich habe eben ein bisschen viel Erde gefahren. Und müssen wir überlegen, wie wir das am besten machen, dass wir hier noch Wasser reinbauen. Ein Eimer. Ja, wenn Maze gleich direkt drei Eisen findet, dann... Ansonsten leiten wir eben das von dem See hierher. Genau, das ist dann sogar noch cooler. Das fließt die acht Felder weit. Und das sollte dann eigentlich reichen. Moment. Es reicht, wenn eins in der Mitte nur ist, oder? 6, 7, 8. Guck mal, es wird ja theoretisch ausreichen. Ja, es wird nicht ganz reichen. Guck mal, es wird ja ausreichen. Okay, das sieht aber beschissen aus. Ja, jetzt auch nur einen breit machen müssen. Moment. Bauen wir den See ein bisschen weiter aus, damit es ein bisschen besser aussieht. Nein! Ich habe noch eine Schaufel. Sehr schön. Ich packe hier mal eben ein bisschen Kohle rein in die Truhe, damit ihr euch Fackeln machen könnt und so. Okay. Oder für den Ofen befeuern. Ja, das war mal eine Idee, aber da ist ja schon was drin.
sehr leckeres Essen, der Küchenchef. Dankeschön, dankeschön. Ich habe mir Mühe gegeben. Jetzt haben wir zwar hier eine Strömung, aber... Ja, die gar nicht nötig wäre. Das ist... Wir haben jetzt den See einfach ein bisschen ausgeweitet, sagen wir so. Sieht jetzt ein bisschen zu gekünstelt aus, deswegen machen wir hier sowas. Ich muss leider das hier abbauen. Na, verschwindet das? Das verschwindet leider nicht. Testen wir, ob es so verschwindet. Okay. Ui. Egal, dann machen wir das so. Putz. Ich habe einen Creeper gefunden. Ich habe mit einem Herzen überlebt. Wo bist du denn? Ich habe gerade eine Höhle aufgesucht, wo ich Eisen gesehen habe. Und da dachte ich, das nehme ich immer schnell mit. Aber direkt einmal. Also. Okay. Eisen habe ich jetzt auch ein bisschen was gefunden. Okay. Ich verstehe nicht, wie ich das Wasser machen kann, dass es nicht sprudelt, ohne dass man einen Eimer hat. Das funktioniert in der Tat nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Es sei denn, du lässt es von oben runterfließen. Irgendwie. Ja, du kannst, also relevant ist eigentlich, sind immer nur, dass du halt in jede Ecke Wasser hast. Also stilles Wasser, um halt eine Unendlichkeit zu erschaffen. Und da du halt die Ecken aushüllst, sozusagen, ist ja die Unendlichkeit gar nicht mehr des Wassers bei Minecraft gegeben. Das ist leider Gottes so. Ja, pass auf, dann mache ich jetzt doch lieber hier zu. Weil sonst haben wir einfach zu viel Fläche, wo wir laufen müssen. Nein, mir ist es ausgegangen. Ach, ich habe doch noch einen ganzen Dirtblock hier. Wenn wir das anders machen, irgendwie. Aber wir können es ja schon mal vorplanen. 64 Blöcke, das heißt, das hier werden wir jetzt einfach zubauen. Ja, bauen! Hey! Symmetrie ist nicht meine Stärke. Zack, zack. Die Symmetrie kommt ganz von selbst. Meine Stärke ist definitiv nicht der Orientierungssinn. Meine Stärke ist... PvP. 16, egal in welchem Spiel, mein Check ist PvP. So, wir haben den See wieder ein bisschen kleiner gemacht, das passt schon. Dann werden wir sozusagen einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Werden wir einfach noch einen hier reinbuddeln. Und das Ganze noch eine Etage höher machen. Und dann passt das schon. Dann ist hier die Getreidefarm fertig. Fürs Erste. Ich bin so ein Mensch, ich überlege mir immer Sachen und während ich die dann ausführe, fallen mir viele neue Sachen ein, die dann einfach viel besser sind. Ich lasse mich viel zu einfach ablenken. Ja, die Steine verbrauchen jetzt noch mehr Inventarplatz, ne, weil es ja verschiedene sind. Ich weiß gar nicht, wann ich Minecraft so wirklich als Minecraft das letzte Mal gespielt habe. Wir haben auch voll die coolen Sachen gemacht. Da haben wir so eine ganze Untergrundachterbahn gemacht. Okay. Das war mega cool. Aber auch, war auch mega komplex. Aber jetzt gibt es da ja so Booster und so. Damals musstest du das noch so mit diesen kleinen, ja, in Klammern Bug-Abuse machen, dass du sozusagen dich selber anschubsen musstest.
Jetzt kannst du das ja, glaube ich, über Repeater alles machen und so. So, Moment, jetzt mach mal. Das können wir. So. Das ist mir gegebenenfalls gleich nochmal die Koordinaten sagen. Hast du dich nicht ins Bällchen gelegt? Ja, bringt ja nichts, wenn ich jetzt sterbe. Ich lebe ja noch, aber ich suche jetzt ja den Heimweg. Ach so, ich dachte, wenn man sich einmal ins Bettchen legt, dann ist alles wieder in Ordnung, wenn man stirbt. Ich bin ja nicht gestorben, Mucke. Ich habe jetzt auch nicht vor zu sterben. Okay, ich weiß, was du meinst. Schade, ich dachte, du wärst gestorben. Dann hätte ich dich aufziehen können. Ja, fast. Der Creeper hat mich ja fast mein Leben gekostet. Aber jetzt, wo es dunkel ist, möchte ich nach Hause. Plankton fürchtet sich im Dunkeln. Ja. So. Ich würde sagen, ich bin Mensch, der gerne zu viel baut. Vor allem was Fackeln angeht. Aber das sieht doch soweit ganz gut aus. Machen wir noch 1, 2, 3, 4. Okay, da können wir nichts mehr machen. Wird gleich wieder Nacht. Geht ja. Oh, ich muss was essen. Ja, dank der Nacht habe ich aber, also dadurch, dass es jetzt dunkel ist, habe ich unser Unterschlupf gefunden. Weil wir da ja schon ausgeleuchtet haben. Ja, da siehst du mal, wir sind richtige Pro-Gamer. Alles vorausgeplant. So, Fleisch ist in der Kiste. Packe ich Dirt, brauchen wir nicht. Mach mal so. Jetzt werde ich mir noch ein paar Werkzeuge bauen. Sagen wir zweimal. Was ist denn Andesite? Auch irgendein Stein, glaube ich. Richtig mitbekommen habe. Welche Farbe hat er denn? Ein Stein. So wie Cobblestone. Farbe ist Stein. So, jetzt packe ich mal die überschüssigen Sachen einfach hier rein. Die Seeds sind auch schon da drin. Wir brauchen also ganz schnell einen Eimer. Schon längst geschehen. Okay, die Seeds sind auch schon da drin. Die Reihe kannst du auch noch mit Erde machen. Stimmt. Warte, wir machen das doch anders, weil da sieht es jetzt sonst ein bisschen blöd aus. Machen wir hier einfach so einen Gehweg. Das wird ja so auch ausreichen, oder? Ja, klar. Machen wir hier drunter. Weil es ja blöd, wenn wir über unseren Stuff gehen müssen, was wir abernten möchten. Klung. Dirt. Ist das nicht der Gehweg? Den kann man später mit Holz oder so verlegen. Wir haben eine schwebende Workbench über unserem See. Das ist unsere Zauberbank. Ja, die hat Luca gezaubert. Coole Sache. Habt ihr noch Erde? Du hast ja jetzt noch Erde. Noch 7 Erde. Und der Kiste ist noch 23. Ja. Zack, 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 zack. Okay. Können wir da oben die Seeds anpflanzen? Das ist mega komisch mit den neuen Stellen. Ich bin mega verwirrt. Aber über die Teile kann ich drüber laufen, ne? Ja, ja, du darfst nur nicht drauf springen. Du hast da einen Pfeil im Rücken, mein Freund. Das ist ja jetzt Quatsch. Jetzt ist er weg. Hey.
Hey. Was ist das? Erstmal anhauen. Jetzt will ich erstmal ein bisschen Holz abbauen gehen. Findet man eigentlich Äpfel noch? Ja. 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 Nur wenn ich das kaputt mache oder fallen die manchmal automatisch? Die fallen automatisch. Okay. Wenn wir das Holz haben, können wir anfangen, eine ordentliche Hütte zu bauen. Oder wollen wir eine... Die Frage ist auch, was wir hier für Hütten bauen. Aus Stein, aus Holz. Da sind Spinnen. Kann das sein, dass du das auf Friendly gestellt hast? Nee. Aber ich habe hier zwar die Änderungen eingestellt, aber dafür müsste man erstmal neu starten. Das wollte ich jetzt nicht. Aber was hat sich denn geändert? Ich habe vorher auch normal und jetzt habe ich auch hart gestellt. Dann würde ich sagen, dass wir doch einmal neu starten eben. Okay. Moment, ich nehme noch das ganze Holz hier mit. Weil sonst ist es ja langweilig, wenn die Creeps hier nicht machen. Das hier nehme ich mit. Das heißt, nicht machen, die sind eigentlich dann genauso aggressiv, sie kommen halt nur mehr vor, also. Ja, das wäre ja dann sie schon... sind halt stärker. Ja, das wäre schon zum Beispiel ein bisschen cooler. Hey, du. Ein Monster Hunter bin ich. Dann lass uns einmal schlafen gehen, dann starten wir den Server neu. Gute Nacht, Matze. Gute Nacht, Kevin. Gute Nacht. Ja, ja, ich leg mich auch gleich hin. Komm mal zu. Alle dastehen. Schnell! Ja, ja. Eine Sache muss noch braten hier. Gute Nacht, Martin. Wer war das? Ich lieg im Bett. Ich lieg auch im Bett. Und jetzt? Kurz warten, bis ganz lang wird. Ah, hallo. Jetzt fahr ich runter.